Ich bin Moritz, 18 Jahre alt und bin im dritten vom vierten Lehrjahr für den Lehrberuf Applikationsentwickler. Also für den Lehrberuf Applikationsentwickler habe ich mich entschieden, weil es ziemlich zukunftssicher ist und weil ich schon früher ein Interesse für Computer hatte. Besonders interessiert haben mich vor allem die Möglichkeiten, die man mit dem Programmieren hat, dass man, sobald man gut ist, alles möglich damit machen kann und auch sehr vielfältig damit umgehen kann und in vielen Arbeitsbereichen eben das Programmieren anwenden kann. Beworben habe ich mich über das AMS-Berufslexikon, weil ich eben die Stelle ausgeschrieben gesehen habe, eine Bewerbung hergeschickt, dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, dann hatte ich nach, glaube ich, 2-3 Wochen glücklicherweise die Antwort, dass ich angenommen wurde. Für meinen Lehrberuf muss man ein gutes logisches Denken haben und vor allem ist Disziplin auch wichtig, weil man nicht immer zu 100% motiviert ist. Also das Interessanteste an meinem Lehrberuf finde ich, dass dir keine Grenzen gesetzt sind, was die Kreativität angeht, weil du eigentlich alles Mögliche realisieren kannst, was irgendwie in deinem Kopf vorgeht. In der Lehre lernt man nicht nur das Programmieren, sondern auch das Umgehen mit Datenbanken, mit Prozessen, mit den Aufträgen von Kunden, das Testen der Programme selber und wie man die ganzen Sachen aufbaut und strukturiert. Ebenso finde ich es auch interessant, dass du mal einen Blick hinter die Kulissen bekommst, wie zum Beispiel Webbrowser funktionieren, wie bestimmte Handy-Apps geschrieben wurden und was das eigentlich für eine komplexe Technik ist. Und sobald ich begonnen habe, das zu sehen, hat mich der Beruf umso mehr interessiert. Also Leute, die mit diesem Lehrberuf beginnen würden, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie dranbleiben und dass sie nicht bei jeder Kleinigkeit schon die Hoffnung aufgeben, weil Programmieren ist etwas, das lernst du nicht von heute auf morgen und du hast doch nie ausgelernt.